Da vorn schimmert etwas. Möglicherweise ist es soweit. Was passiert, wenn wir scheitern? Na komm, George. Es geht nur um die Zukunft des Planeten. Stimmt. Keine große Sache. Das dauert zu lange, Ostwald. Soll es schnell gehen oder funktionieren? Beides. So, noch eine letzte Umdrehung. Warum zögern Sie? Ich habe Angst, deshalb zögere ich. Drehen Sie. Danach gibt es kein Zurück mehr. Drehen Sie, Ostwald. In nur 24 Stunden wird die Drachenenergie den Höhepunkt erreichen. Und sie wird mir gehören. Machen Sie schon. Die Kavallerie, wie lästig. Flap, töte sie. Okay, Boss. Oh! Au! Autsch, das tat weh. Na, Nico, wie war ich? Das war ein gebrechlicher Mann, George. Aber er hatte einen großen Stock. Schön, Sie zu sehen. Gerade noch rechtzeitig. Tja, Nico braucht eben ewig zum Packen. Wie haben Sie mich gefunden? Der Orden des Heiligen Stefan. Oder der Rest davon. Dort war wohl der dritte Stein. Ja, hierum ging's also die ganze Zeit wie? Ein Juwel antiker Maschinenbaukunst. Und das heiße Ende? Kein Ende ist heiß. Sie sind beide ganz kalt. Nein, ich meine, wo kommt die Energie raus? Ach so, nicht hier. Sie kann überall auf der Welt austreten. Auf den Drachenlinien. Verstehe. Und an diesem Ding sieht man wo. Ja, genau. Und jetzt ist es sicher? Oh ja, wenn wir nichts tun, schaltet es sich wieder ab. Für weitere 1200 Jahre. Nein, diesmal für immer. Wir müssen dafür sorgen, dass es keinen zweiten Susaro gibt. Was jetzt, George? Wie wär's mit der Reise nach New York, die wir schon immer machen wollten? Nein, ich meine, was machen wir mit Susaro? Der? Den liefern wir bei den Cops ab. Erst müssen wir Petra finden. Zurück! Ich glaube, das Problem ist gelöst. Hey George, da ist deine Lieblingsblondine. Schnauze! Meine Liebe, du bist spät. Ich musste noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Egal, jetzt bist du ja da. Ostwald, starten Sie. Was soll ich jetzt tun? Was denkst du? Sie töten natürlich. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Was? Sie hat mit mir gesprochen, Susaro. Nein. Das kann nicht sein. Der Großmeister. Hey, sollten Sie nicht tot sein? So viele vertraute Gesichter, ich bin gerührt. Petra, was soll das? Ich dachte, du wärst loyal. Nicht dir gegenüber. Trauen Sie nie einer Frau mit Perücke, Susaro. Es war Petra, die mich in den Trümmern gefunden hat. Petra, die mich wieder gesund gepflegt hat. Du hast mich also ausspioniert. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde. Ihr Plan zeugt von einer Genialität, die selbst mich beeindruckt. Und nun wollen Sie mir die Früchte meiner Arbeit stehlen. Das ist doch nur fair. Sie haben mir ja auch meine Organisation gestohlen. Ich werde nicht unterwürfig zu Ihnen zurückkehren. Das habe ich auch nicht erwartet. Sie gehörten nie zu den Schafen, Susaro. Sie waren immer der Wolf. Wohl wahr. Daher sind sie leider nicht mehr zu gebrauchen.
Ach du Scheiße. Also, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss gehen. Schade, aber schauen Sie ruhig mal wieder vorbei. Petra, bitte die letzten Einstellungen ausführen. Wir haben uns zu früh gefreut. Endlich nähern wir uns dem Ende, dem Tag aller Tage. Und wieso sollten wir das Ding nicht einfach wieder abschalten? Bitte, nur zu. Es hat seinen Zweck erfüllt. Der Energieschub kommt. Nichts hält ihn mehr auf. Was haben Sie mit uns vor? Oh, ich bin kein Unmensch. Ich gebe Ihnen die gleiche Chance, die Sie mir bei unserer letzten Begegnung eingeräumt haben. Wer uns zu verfolgen versucht, den töte ich auf der Stelle. Was meint er mit, uns die gleiche Chance geben? Wir gaben ihm überhaupt keine Chance. Ja, genau. Hey, Nico. Ich fasse es nicht, dass der Großmeister nicht tot ist. Was muss man noch alles machen, um diesen Typen klein zu kriegen? Bruno, Sie kennen ihn besser als wir. Erinnern Sie mich nicht daran. Was hat er für Schwächen? Er ist ein eiskalter Analytiker, wodurch seine Wutausbrüche noch gefährlicher werden. Er ist eitel, aber er weiß es und hütet sich davor, dass seine Eitelkeit nicht sein Untergang wird. Schwächen, Bruno. Was sind seine Schwächen? Keine. Er ist böswillig, skrupellos und zu großer Grausamkeit fähig. Klingt nach einem Konzernchef. Das war er früher auch. Nico, ich stehe nicht mehr so auf Petra. So wie sie sich beim Großmeister eingeschleimt hat, das war einfach widerlich. Schön, dass dir ein Licht aufgegangen ist, George. Hey, Bruno. Angenommen, wir kommen hier raus. Das müssen wir. Wie sollen wir den Großmeister aufhalten? Ich bin kein Held, George. Sie müssen selbst Ihre Strategie entwickeln. Was halten Sie von dieser seltsamen Wissenschaft? Sie ist allem, was wir haben, weit voraus. Merkwürdig, dass der Großmeister die Einrichtung zerstört hat. Sie muss Milliarden wert sein. Ich glaube, wenn er die Drachenkraft besitzt, braucht er kein Geld mehr.